Ja, hallo ihr Lieben. Mal wieder ein neues Video von mir. Und hier zeige ich euch ganz hervorragend, dass wieder das Skill einfach mal gar nichts zu bedeuten hat in dem Spiel, sondern lediglich die Bereitschaft, Geld zu verbrennen. Natürlich richtiges Geld. Ja. Und wir befinden uns hier auf der Karte Live Oaks. Ich in meine Tortis. Ja, 273 mm Panzerung. Frontal könnte man jetzt meinen, ach, das ist ein Biest, aber ihr werdet gleich sehen, wie aus dem Monster einfach mal nur eine Katze wird. Ne? Ein kuscheliges, weiches Kätzchen. Eigentlich wäre ich jetzt schon, wenn ich mir das Setup so anschaue, direkt baden gefahren, weil ich hier auch wieder sofort sehe, dass ich hier chancenlos bin. Ne? Man muss sich überlegen, es ist da ganz einfach. Ne? Man rechnet sich ja irgendwo Chancen aus. Und, aber wenn du jetzt zum 100-Meter-Sprint Usain Bolt neben dir stehen hast, ich sag mal, so geisteskrank kann man ja gar nicht sein, dass man da weiß, man hat keine Chance. Und genauso ist es hier halt auch. Und da trittst du automatisch gar nicht an und gibst einfach auf, weil es einfach keinen Sinn macht anzutreten. Aber ich möchte es euch trotzdem hier nicht vorenthalten. Ja, jetzt könnte man meinen, hier Panzerkampfwagen 7, ja, ein Monster vom Herrn, IS-4, STII. Ja, habe ich übrigens auch. Bei mir scheppert da frontal jeder 7er durch. Ja, es ist genauso lächerlich. Aber ich bin ja auch nicht Premium. Ja, da wird das wahrscheinlich irgendwie anders gerechnet. Ja, da kriegt man einen anderen Algorithmus zugewiesen. Ich bin letztens erst wieder mit meinem 9er, mit meinem AMX 30 Prototyp, bin ich erst wieder frontal gebounced. Ich glaube, zwei oder dreimal. Einfach nur lächerlich, aber gut. Also an der Unterwanne vom STI. Gar kein Problem. Ja? So, und jetzt hier sehen wir unsere Pro-Gamer aus der Pro-Gaming League hier. Ja, das Objekt und IS-4. Und jetzt wird auch schon ganz hart geschranzt. Ja? Jetzt wird nicht nur spannungsarm geglüht. Ja? Heute wird Grobkorn geglüht. Ja? Und es steht schon mittlerweile 1 zu 3. Und wir sehen gleich, warum das so ist, ja, und wie das Match ausgehen wird. Ja. Die scheppern hier rein, ja, da geht's schon wieder los. Ich bin Lothier, ja, muss hier mit Zehnern rumbumsen, was für mich überhaupt keinen Sinn macht. Aber auf der anderen Seite, es macht natürlich wieder absolut Sinn. Und jetzt sieht man auch gleich, jetzt geht's gleich ganz hart ran, jetzt wird weggeschranzt, bumm. Schön, jetzt gibt's Heat-Torte für die Torte. Ganz großes Tennis hier. Und bei 340 mm Durchschlag auf der Heat von der IS-4, da wird natürlich auch die 273 Frontpanzerung einfach mal zu Papier. Ja. Und das ist auch der Punkt. Ich wollte euch das hier bloß gerne mal zeigen, weshalb ich keinen Heavy mehr fahre und auch so ein stark gepanzerter Jagdpanzer einfach mal nur für den Arsch ist. Also eigentlich unspielbar, aber eigentlich ist alles unspielbar. Wenn du nicht im Club der Betrüger bist, hier im Club der Goldcheater, wenn du nicht die Kreditkarte im Panzer liegen hast, dann sieht es so aus, wie es hier aussieht. Panzerkampfwagen 7 auch schon ganz hart getroffen, bounced am 705 Alpha, ist doch logisch. Ja, er ist offensichtlich nicht bereit, Geld auszugeben, ja, wie ich auch nicht, ja, aber das wird halt bestraft. Ja. In diesem Spiel wird man nicht durch fehlenden Skill bestraft, sondern man wird durch die fehlende Bereitschaft, die Geldbörse aufzumachen und an Wargaming zu spenden, wird man hier bestraft. Ja. Ich habe jetzt hier nur noch Schadensbegrenzung betrieben. Ja, ich wusste, dass ich mir von der IS-4 hier einen Schuss in die Seite fange, aber es ist eh schon scheißegal. 2 zu 10. Ja, es wird sich an diesem Stats auch nichts mehr ändern. Wir verlieren das 2 zu 15. Ja, und ich habe hier meinen entscheidenden Beitrag geleistet in der Runde. Und wenn ihr das seht, hier dieses Robbenkloppen, dieses Abfischen einfach nur noch, dieses sinnlose Wegspranzen des eigenen Teams. Und
Das ist einfach nur, wir werden hier wie die Lämmer zur Schlachtbank geführt. Aber ich finde es schon in Ordnung und die Super Unicums, die können schon zu Recht stolz auf sich sein, wenn sie hier einen Sack voll Gold einpacken, die AP gleich zu Hause lassen und dann einfach mit ihren Zehnern die Achter und Neuner abspritzen und verkloppen. Ja, ganz große Leistung. Da braucht man schon viel Skill, da gehört viel Know-how dazu. Da muss man das Spiel verstanden haben. Ich sehe immer wieder, man muss ja gar nichts verstehen. Ja doch, es gibt eigentlich nur einen Punkt, den man verstehen muss, dass wenn man Geld in die Hand nimmt und zu Goldmunition greift, werden Panzerungsmechaniken, Anwinkelmechaniken einfach mal außer Kraft gesetzt und damit obsolet und übergangen. Und dann ist alles scheißegal. Das ist, also ich, für mich ist das Cheaten in reinst Form. Was anderes ist es nicht. Weil die starke Panzerung, wenn ich jetzt einer Torte gegenüberstehe, egal ob das jetzt in einem 8er, 9er oder 10er Fahrzeug ist, werde ich nicht frontal auf die Torte fahren. Weil ich weiß, das macht keinen Sinn. Aber so ist es ja wahrscheinlich ursprünglich mal gedacht gewesen. Wenn ich natürlich den Goldsheet lade, dann kann mir das scheißegal sein. Dann scheiße ich einfach auf alles. Dann scheppert's durch wie durch Papier. Ich würde mir dann überlegen, okay, wie kann ich der Torte ausweichen? Wie kann ich sie irgendwie von der Seite angehen oder von hinten? In dem Fall ist das überflüssig. Und das ist, für mich, also in meinen Augen ist das nichts anderes als sinnloses Weggecheater. Mehr ist es nicht. Man kann sich über jegliche Spielmechaniken, setzt man sich drüber hinweg. Und die Super Unicums sind dann natürlich nur stolz drauf. Da kommt dann so dieses Gelaber, ja, wer das nicht sehen kann, der schaltet jetzt ab. Ja, also ganz große Leistung, muss ich sagen. Ganz großartige Leistung. Ihr habt wirklich Skill, ihr habt Ahnung. Ihr hebelt einfach die Mechaniken aus, indem ihr echt Geld einsetzt. Aber klar, lasst den Dicken raushängen, macht den harten Hund hier und ja, und freut euch wie kleine Kinder, dass ihr kleine Achter und Neuner abspritzt mit eurem Betrugsprogramm hier, mit eurer Betrugsmunition. Ja, also ich find's einfach nur armselig, aber gut, was soll's. In diesem Sinne, ich bin dann mal wieder raus, das wollte ich euch bloß zeigen. Ich fahre keine Heavies mehr. Ich fahre jeden Panzer, als wäre er aus Papier, als wäre Panzerung nicht vorhanden, weil ihr seht es hier sehr schön, Panzerung ist nicht vorhanden, egal wo ihr drin sitzt, da könnt ihr auch Light fahren, da habt ihr wenigstens den Vorteil, ihr seid mobil, ihr habt eine gute Tarnung und werdet nicht so schnell aufgedeckt. Hier wirst du einfach nur wie das Opfer zur, das Lamm zur Schlachtbank geführt, das Opferlamm, und ja, wieder sehr schön dargestellt, denke ich, dass hier Skill einfach mal durch nichts zu ersetzen ist, außer durch Kreditkarte. Also in diesem Sinne, viel Spaß und habt euch lieb. Peace.